begrüße Sie zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die U23 des FC Freiburg. Endstand 0:2 vor 650 ZuschauerInnen. Begrüßen neben mir auch die beiden Trainer, Thomas Stamm, Gästetrainer, und David Gercek, unser Trainer. Herr Stamm, als Gästetrainer gebührt Ihnen das erste Wort. Darf Sie mich sehr bitten. Danke. Ja, schwieriges Spiel, glaube ich, für beide Mannschaften auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz. Und ja, gerade für Mannschaften, die eigentlich den Ansatz haben, glaube ich, Fußball zu spielen, wo wir uns, glaube ich, gerade in der Anfangsphase schwer getan haben. Ich glaube, dann Schritt für Schritt, gerade im Spiel mit Ball, zielstrebiger, klarer geworden sind, was nicht zwingend den Ansatz betrifft, den wir eigentlich sonst verfolgen, nämlich probieren auch immer wieder Lösungen hinten rauszusuchen. Das war jetzt heute nicht möglich, umso mehr. Ja, muss ich ein Kompliment der Mannschaft machen, dass wir dann gerade zweite Halbzeit das so umgestellt bekommen haben, probiert haben, mehrere zweite Bälle zu gehen und gleichzeitig dadurch aber immer wieder die eine oder andere gefährliche Situation kreieren konnten. Und klar hilft uns die Elfmeterentscheidung, dann auch das Tor, das 1:0 dann, glaube ich, das dreht dann so ein bisschen. Davor war die Tore besser im Spiel, aber ich glaube dann danach, zweite Halbzeit, hatten wir mehr Torchancen, hatten wir mehr Zug zum Tor, auch wenn Noah dann, glaube ich, eigentlich mit dem Abpfiff dann nochmal eine hält. Ansonsten, glaube ich, haben wir viel Gutes wegverteidigt, auch das gehört dazu in der Entwicklung von den jungen Spielern, auch in der dritten Liga, und wissen, dass die Drittligaspiele weiterhin für uns nicht einfach sind. Deshalb freuen wir uns, dass wir 3 Punkte hier mitnehmen und probieren, natürlich dann im nächsten Spiel wieder nachzulegen. Danke. Vielen Dank. David, deine Einschätzung bitte. Ja, zunächst wollen wir Freiburg zum Sieg gratulieren. Ich kann nur anschließen. Ich glaube, es war insgesamt in der Summe ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, gerade bis zum 1:0, was auch so ein bisschen vielleicht so die Wende markiert hat im Spiel, war das Spiel mehr auf unserer Seite. Hatten wir mehr Spielanteile, mehr Torchancen. Ich glaube, unmittelbar vor dem 1:0 hat auch Brooklyn den Ball. Ja, wenn er den richtig trifft, dann steht es 1:0 für uns. Nach dem 1:0 hat sich die Partie ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Wir waren aber trotzdem gut drin und wir waren bis zum Schluss damit dran geglaubt. Und von daher ein Riesenkompliment an jeden einzelnen Spieler bei uns. Man hat gesehen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollten. Das ist uns gelungen. Und es war ein sehr intensives Spiel. Ich glaube, es war auch ein attraktives Drittligaspiel. Und genau mit dieser Überzeugung und mit dieser Energie wollen wir am Mittwoch in Halle dann anfangen zu pumpen. Danke, David. Ihre Fragen an die beiden Trainer, bitte. Herr Becker. Ich hätte noch mal eine Frage zur personellen Situation. Also heute war ja auch Christoph Lenz nicht dabei. Gunther ist schon länger versetzt. Wie sieht es denn allgemein aus? Ist dann mit Rückkehrern zu rechnen? Genau, wir wollten auch in der Woche jetzt auf die Spieler dann auch anfangen zurückzugreifen. Gerade Gunther und Lenz werden uns ab morgen und spätestens ab Dienstag zur Verfügung stehen. Bei Tyson kann es noch ein bisschen länger dauern, ich sage Mittwoch, Donnerstag vielleicht, aber im Laufe der Woche sollten dann wirklich alle zurückkommen. Sie werden nicht fertig sein zum Spielen, aber sie werden auf jeden Fall wieder mit uns trainieren. Gibt es denn eventuell darüber Überlegungen? Also Sie haben ja noch an der taktischen Grundformation und der Muzzicato nicht so viel geändert. Ich hatte auch heute so ein bisschen den Eindruck, weil er Freiburg so ähnlich gespielt hat, auch mit 3er- und 5er-Kette hinten, dass im Mittelfeld die Räume unheimlich eng waren und vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eigentlich dann noch weniger ging. Man hat dann versucht, manchmal lange Bälle zu spielen, die dann nicht ankamen. Ja, was kann man da eigentlich ändern? Ja, wir hatten ja den Ansatz gewählt, wirklich heute viel Fußball zu spielen. Wir hatten versucht, im Aufbauspiel Überzahl herzustellen. Das hat Freiburg irgendwann verstanden, zu unterbinden. Und dann wurde es, wie Sie schon sagen, im Mittelfeld sehr, sehr eng. Wir haben es versucht, oder wir hatten zumindest angesprochen, diese langen Bälle zu spielen. Es ist uns nicht unbedingt gelungen. Liegt aber auch einfach daran, wir haben einfach die Spielertypen nicht auf dieser Position. Wir haben Puck und Cebo-Spieler, die den Ball immer in den Fuß haben wollen. Und wenn man lange Bälle spielen will, dann braucht man auch Tiefe. Und das ist ein Thema, was wir die Woche thematisiert haben, was wir auch ändern wollten. Und versuchen wir jetzt auch im Hinblick auf Halle nochmal aktiver anzugehen.
Dankeschön. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, schließe ich die Pressekonferenz an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Kommen. Ihnen eine gute Heimreise. Alles Gute für den Rest der Saison. Danke, David.